Eine hoffentlich wunderschöne Überraschung. Also du bist bereit. Ich bin bereit. Ja, ja. Okay. Los jetzt. Los geht's. Aber auch ganz viel Drama. Ich habe mich in dem Moment tatsächlich von ihm nicht ernst genommen gefühlt. Nee. Dass er da irgendwie, ja, da so seine Sprüche wieder raushaut, fand ich irgendwie ein bisschen verletzend. Und sogar noch mehr Drama. Ich finde das sehr lange, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Als er die Finger zu Hilfe nahm, um zu zählen, wie viele Monate. Und dann dachte ich, ja, gut, okay, danke, das war's. All das gab es im großen Finale, das gleichzeitig auch das Wiedersehen von Bauersuchtfrau International war. Und oh mein Gott, ich bin so unfassbar gespannt auf diese Folge. Natürlich werde ich sie kommentieren, parodieren und analysieren. Doch zuvor... Bei Holy ist jetzt endlich Sommerstimmung ausgebrochen. Und bei mir auch, weil die haben krasse neue Sorten und... Ach so. Ich sollte erst noch mal erklären, was Holy eigentlich ist, oder? Holy Iced Tea ist natürlicher Fruchtgeschmack auf echter Teebasis und das in Pulverform. Einfach Wasser in den Shaker, Pulver drauf, mit einem Eiswürfel verfeinern, shaken, optional kurz dabei tanzen und genießen. Außerdem ist Holy Bullshit-free, spart eine Menge Schleppen und es gibt verdammt viele Sorten. Und das ist das Highlight in diesem Monat. Es gibt nämlich drei neue Cocktailsorten. Caipirinha, mein absoluter Favorit, Mojito und Daiquiri. Oder Daiquiri, ich weiß aber nicht genau, wie man das ausspricht. Lecker sind sie aber jedenfalls alle. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt dazu nämlich noch ein geiles Gewinnspiel. Wenn du bis zum 14.06. irgendetwas kaufst, kriegst du eine Postkarte und eventuell nicht nur die Postkarte, sondern auch noch ein Ticket für einen 2.500 € Urlaub nach Thailand. Geil, da wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch lieber als in diesem Garten. Aber wenn du jetzt auch bestellen möchtest, dann am besten entweder mit dem Code ONIONDOG, dann kriegst du nämlich 10% auf alles, oder mit ONIONDOG5, dann bekommst du wie immer 5 € auf deine allererste Bestellung. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Hallo, ich bin Alex. Ich habe neulich schon mal erzählt, dass ich kürzlich auf einer Beerdigung war. Das war eine eines relativ bekannten und lieben Bauern hier aus der Umgebung. Das passt ein kleines bisschen zum Thema, auch wenn es ein bisschen traurig ist. Was vielleicht nicht so traurig ist, ist, dass du die Folgen von Bauersuchtfrau natürlich im Fernsehen schauen kannst oder jederzeit in voller Länge auf RTL Plus. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Wie in den letzten Folgen auch, möchte ich heute natürlich wieder mal mit Peter und seiner Alisa anfangen. Und was darf eigentlich auch in keiner Bauersuchtfrau Staffel fehlen? Richtig? Tierbabys müssen benannt werden. Und? Was meinst du, würde er stehen? Also ich glaube, Maya wird ganz gut passen. Maya? Ja, finde ich schön. Ja, Maya finde ich auch schön. Oh ja, super. Ja, dann heißt sie Maya. Na, Maya? Dann komm mal her. Das ist aber wirklich mal ein halbwegs netter Name, weil sonst heißen die Tiere irgendwie immer Lothar, Emanuel der Dritte und man denkt sich so, WTF. Gandalf Merlin, Tayo Donovan Benvenuto. Trotzdem habe ich immer noch so ein kleines bisschen das Gefühl, dass ich mir Alisa auf einem Bauernhof nicht so richtig gut vorstellen kann. Aber wie steht sie denn jetzt eigentlich zum Landleben? Ich habe mich hier so wohl gefühlt, seit Tag 1 eigentlich auf dem Hof. Und ja, natürlich ist das Leben mir hier irgendwie auch so ein bisschen ans Herz gewachsen und gerade der Peter und es wird mir auf jeden Fall fehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da zu viel reininterpretiere, aber eigentlich und ein bisschen ans Herz gewachsen klingt jetzt auch nicht so richtig toll. Und wie gesagt, ich kann sie mir als Bäuerin nicht vorstellen. Dass zwischen ihr und Peter aber eine ganze Menge ist, das glaube ich, merken wir alle. Und deswegen knistert es dann auch nochmal am Abend im Lagerfeuer und oh mein Gott, ist da eine tolle Stimmung, da wäre ich jetzt auch gerne. Wow. Habt ihr ein Feuerchen gemacht? Aber gut aus hier. Ganz romantisch. Gefällt's dir? Ja, ich bin begeistert. Ich habe ja eh schon ganz oft gesagt, ich bin auch ein ziemlicher Romantiker, aber irgendwie bin ich nie an so schönen Orten. Und wenn ich mal an so schönen Orten bin, dann ist es irgendwie so, dass ich die ganze Zeit den Rauch vom Feuer ins Gesicht bekomme und irgendwo im Hintergrund ganz laut Kuh furzen. Hast du Gase eingeatmet? Na gut, das passiert hier natürlich glücklicherweise nicht. Im Gegenteil, es bleibt romantisch. Mir kommt's vor, ich kenne dich viel länger, dabei sind es eigentlich nur... Ein paar Tage. Ja, weil gleich so vertraut zwischen uns irgendwie. Ja. Mhm. Also ich werde dich schon vermissen, wenn du jetzt morgen den Hof verlässt. Ja, ich dich auch. Das, was gerade gesagt wurde, ist, glaube ich, eines der schönsten Komplimente, das man bekommen kann. Weil wenn man sehr schnell das Gefühl hat, sich schon zu kennen oder sich auch schon länger zu kennen, dann bedeutet das meistens, dass man halt gleiche Interessen hat oder dass man sich richtig gut unterhalten kann. Und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Und, interessant, wir kriegen endlich mal einen Hinweis darauf, wie lange so eine Hofwoche eigentlich dauert. Das ist dann tatsächlich am Ende des Tages nämlich nicht mal eine volle Woche. Weißt du, was ihr ist? Jetzt können wir jetzt schon 5 Tage an. Ich hab dich unter der Nummer.
Ja, die sollten wir vielleicht noch raustauschen, ja, sonst war es das ja, halt, gut, ne? Ja. Das Einzige, was ich auch immer noch so ein bisschen im Kopf habe, ist, wie Peter bei Bauer sucht Frau Österreich war und da war er halt ein krasser Gigolo. Irgendwie kriege ich das nicht aus dem Kopf. Alisa allerdings, ja, die ist auf jeden Fall angetan. So richtig mega krass verliebt wirkt sie bisher aber auch noch nicht. Würde ich schon sagen, dass der Peter ein Mann ist, mit dem ich mir eine Zukunft vorstellen könnte. Ich glaube, da habe ich wirklich den für mich richtigen gefunden. Da wurde das könnte aber auch ein bisschen so betont, wie wenn die Regierung sagt, es gibt bestimmt keine Steuererhöhung. Naja, aber ein süßes Paar sind die beiden auf jeden Fall zusammen. Und deswegen gibt es auch das, was es in dieser Folge noch häufiger zu sehen geben wird, nämlich einen schönen Kuss. In der Hofwoche wollte ich eine tolle Frau finden. Das habe ich jetzt geschafft. Also glücklicher könnte ich jetzt nicht sein. Das Ding ist nur, ich habe es ja eben schon gesagt, Peter, eigentlich ein Gigolo, der ganz gerne nur seinen kleinen Wurm mal in die Höhle stecken möchte. Aber diesmal vielleicht doch echte Gefühle? Ich sage das zwar nicht so häufig, aber ich glaube schon, dass ich mich ein bisschen verknallt habe. Das Einzige, was ich hier auch wieder ein bisschen schade finde, ist, dass er auch ein bisschen sagt. Und wisst ihr, was ich generell manchmal ein bisschen komisch finde? So hübsche Menschen. Also ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber es fällt mir halt auf. Norm schöne Menschen, drücken wir es mal so aus. Die in solchen Sendungen auftreten, neigen irgendwie immer dazu, die Partner dann doch häufiger zu wechseln bzw. keine langen Beziehungen zu haben. Allerdings gibt es bei Bauer sucht Frau International am Ende nicht nur das Finale, sondern auch so ein Mini-Wiedersehen, wo es immer noch mal eine Botschaft von den Bauern gibt. Und ich bin wirklich positiv überrascht. Die Alisa ist der Hammer. Wir leben einfach im Moment. Wir genießen die Zeit miteinander und darauf kommt es an. Ja, ich bin einfach Bauer sucht Frau unheimlich dankbar, dass ich jemanden kennenlernen durfte, der so gut zu mir passt. Klingt jetzt für mich nicht nach der ganz großen Liebe bisher, aber die kann natürlich auch noch langsam entstehen. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin positiv überrascht. Ich werde jetzt leider schon mal sagen, dass ich es beim nächsten Paar vielleicht nicht unbedingt bin. Jedenfalls gehen wir jetzt zu Marisol und ihrem Zieze. Der bekommt sogar Frühstück ans Bett. Allerdings ist das Frühstück relativ klein, schwarz und stark. Buenos dias, Zieze. ¿Cómo estás? Marisol, ich habe Kaffee, schon. Du riechst es, oder? Ja. Das Aroma, wow. Ja. Oh, da muss ich. Ja, gut. Dass wir miteinander reden können. Ja, das ist besser. Ja, okay. Das war eine schöne Überraschung. Und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Geste, die meiner Meinung nach, weil Marisol, glaube ich, ein Mensch ist, der sowas eher nicht tun würde, normalerweise, schon dafür sorgt, dass Zieze merkt, hey, ich bin der Mann ihres Herzens. Und das möchte er dann gerne zurückgeben mit einem Kompliment. Und das macht er eigentlich auch ziemlich gut. Das ist lange zurück für mich, dass eine so eine süße Frau mich Kaffee ins Bett bringt. Ach, ist das niedlich. Ja, das ist wirklich wahr. Das Problem ist nur, Marisol, glaube ich, mag Zieze schon sehr, sehr gerne, aber so richtig Sachen zulassen kann sie nicht. Das erinnert mich ein bisschen an Ulrike und Heiko in den ersten Folgen. Nur leider ist das ja hier jetzt schon die letzte. Zieze ist da ein bisschen forscher als ich. Der macht gerne Komplimente, ganz süße Komplimente. Sie wünscht sich allerdings was anderes, nämlich Körperlichkeit. Und was das angeht, möchte sie Zieze gleich mal testen beim Tanzen. Und das, was sie gleich sagt, habe ich schon häufiger gehört. Und wenn das stimmt, dann muss ich ja wirklich der schlechteste Liebhaber der Welt sein. Das ist ein bisschen traurig. 5, 6, 7. Ja, normalerweise ist es so, an der Art des Tanzens erkennt man, wie die Kerle im Bett sind. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist vielversprechend. Okay, also wie gesagt, wenn das wirklich stimmt, ich habe ja mal Abitur gemacht, auch wenn man das fast nicht glauben kann. Und am Ende des Abiturs gab es bei uns immer einen Ball, bei dem man dann Wiener Walzer getanzt hat. Das habe ich mit meiner damaligen Freundin auch getan. Und ja, sie brauchte danach neue Schuhe. Was das jetzt über meine Bettqualitäten aussagt? Keine Ahnung. Kurz danach gibt es jedenfalls zwischen Marisol und Zieze aber nochmal ein klärendes Gespräch. Denn es bleibt jetzt natürlich die Frage, ja, wie sieht es denn jetzt aus bei denen? Ich bin doch sehr froh, dass du mich hier eingeladen hast. Ja, gerne. Und möchte dir gerne dafür danken. Vielleicht danken auf einen speziellen Platz. Darf ich dir ein kleines Küsschen geben? Ja, gib mir bitte eins daher. Gar nicht schlecht. Gleichzeitig ist da aber auch immer noch so ein bisschen Distanz. Und machen wir uns nichts vor, nur weil man älter ist, heißt das ja nicht, dass man so defensiv küssen muss. Man hätte sich natürlich auch auf den Mund küssen können. Und wenig später führen die beiden dann nochmal ein klärendes Gespräch. Und das wird dann echt ein bisschen unangenehm. Wärst du denn bereit, wiederzukommen hierher? Natürlich komme ich wieder. Ehrlich? Ja, natürlich. Ja. Das weißt du doch. Ja, wann denn? Naja, ich muss noch 6, 7... vielleicht 8 Monate arbeiten und danach, also
ungefähr 9 Monate, dann wird es möglich sein. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir so, okay, ich kann es irgendwie verstehen. Also Zietze arbeitet halt einfach noch und er möchte das irgendwie zu Ende bringen. Und natürlich hat er in seinem Heimatland, denke ich, auch ein paar Sachen zu erledigen. Auf der anderen Seite, wenn man so richtig verliebt ist, ich fühle Marie Solder auch. Ich finde das sehr lange, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Als er die Finger zur Hilfe nahm, um zu zählen, wie viele Monate. Und dann dachte ich, ja, gut, okay. Danke, das war's. Oh, das ist auf jeden Fall drastisch. Und sie bringt dafür auch gleich eine Begründung. Wie gesagt, ich kann die sehr gut verstehen, aber ich finde es richtig, richtig schade. Wenn ich jetzt verliebt wäre, ich würde nach Hause gehen und gucken, wann geht der nächste Flug daher. Ja. Also von daher, das vermisse ich ein bisschen. Da kommt nicht viel rüber. Ja, Marisol, ich muss dann aber auch ganz ehrlich sagen, du gehst ja irgendwie davon aus, dass Zietze auf jeden Fall zu dir kommen muss. Okay, das ist auch meistens ein bisschen so in der Logik von Bauersuchtfrau. Also, dass die Männer, die sich bewerben, das theoretisch auch wollen und sich vorstellen können. Aber wenn du jetzt richtig verliebt wärst, dann könntest du ja auch eine Weile vielleicht doch in Deutschland leben. Oder man würde hin und her fliegen. Oder was sagt Zietze denn überhaupt? Ja, wenn man 100% verliebt ist, dann will man in einer Woche wieder zurückfliegen oder man will gar nicht nach Hause fliegen. Aber ich fühle mich noch nicht verliebt. Okay, also wisst ihr, irgendwie finde ich das manchmal ganz komisch. Also man guckt diese Sendung, man hat so ein bestimmtes Gefühl, man hat ja auch eine Menschenkenntnis, aber natürlich fehlen da ganz viele Szenen und ich hätte echt noch gerne mehr von der Geschichte von den beiden gesehen in der ganzen Staffel. Aber so ist das halt mit RTL. Die haben natürlich nur begrenzte Sendezeit, weil da müssen ja so wichtige Sachen ausgestrahlt werden wie das Revival von Barbara Salisch oder so. Und deswegen scheint diese Liebesgeschichte jetzt wohl am Ende. So ganz am Anfang war ein Kribbeln da zwischen mir und Zietze. Da dachte ich schon, der ist es. Und dann hat sich das immer mehr verdichtet. Und dann kommt er mir so und ist überhaupt nicht verliebt in mich. Das macht mich traurig, weil ich dachte, da sei mehr. Ja, aber ich weiß nicht. Also für mich trifft da beide ein bisschen die Schuld. Aber man muss natürlich fairerweise auch sagen, wenn man nicht mega verliebt ist, dann ist das halt unter Umständen so. Kurz darauf ist dann auch schon Abschiedszeit. Ich bin aber immer noch sehr gespannt, was das jetzt konkret bedeutet. Ich sehe es wegfahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weil ich weiß, wir bleiben in Kontakt. Ja, das ist die fröhliche Seite. Und ja, die traurige ist ein bisschen, dass ich ihn vermissen werde. Okay, Kontakt gibt's also. Und tatsächlich gab's danach dann auch noch eine Botschaft von Marisol. Und die war ungefähr genauso wie die Botschaft, die ich damals von der Schule in der 9. Klasse bekommen habe. War ein blauer Brief. Wäre ich nämlich fast sitzen geblieben. Von Zietze, dem Holländer, war ich echt enttäuscht. Er hat sich nie wieder gemeldet. Und so kommt es, dass in den kolumbianischen Anden eine einsame Kaffeefarmerin sitzt und auf die Liebe ihres Lebens wartet. Ob Marisol noch einen Menschen an ihrer Seite findet? Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Für Philipp wünsche ich es mir im Prinzip auch. Ich weiß aber nicht, ob das klappen wird. Aber heute hat er sich mal was ganz Gutes ausgedacht, nämlich ein Bad. Und ja, dabei kann man ja so ganz zufällig mal ein paar Körper auschecken. Kann sich sehen lassen, die Bikini-Figur, ja. Ja, da guckt man schon mal gerne hin, ne? Wenn da so ein hübscher, durchtrainierter Körper ist. Ich muss aber auch sagen, die beiden passen optisch, glaube ich, schon ganz gut zusammen. Und da ist auch so eine bestimmte Stimmung in der Luft. Deswegen fragt Susanne auch was. Und ich kann die Frage sehr gut verstehen, auch wenn ich das gar nicht böse meine bei Philipp. Ich finde den äußerlich auch durchaus attraktiv. Ein bisschen erinnert er mich halt immer noch an so einen Horrorpiraten aus Fluch der Karibik. Was machst du beim Sex damit? Hab ich mich schon gefragt. Sehr pragmatisch. Na, dann können die beiden jetzt ja eigentlich gleich zur Tat schreiten, aber ja, vielleicht sollten sie vorher erstmal klären, ob sie überhaupt eine Beziehung wollen. Und das ist ein einigermaßen defensives Gespräch. Also du könntest dir vorstellen, hier so ein bisschen Teil deiner Zukunft zu verbringen. So direkt gefragt. Ich glaube, ich muss da noch mal reinfühlen. Alles gut, dafür sind wir da. Das ist aber komisch, oder? Weil Susanne hat ja schon festgestellt, es gibt so viele Gemeinsamkeiten zwischen ihr und Philipp, aber irgendwas fehlt da wohl am Ende doch. Trotzdem zählt sie erstmal die positiven Sachen auf, um dann nicht danach zu handeln. Klingt perfekt, ne? Also der hat ein ähnliches Leben wie ich, Selbstversorger. Der hat einen Kinderwunsch, der sieht gut aus und dann liebt er auch noch Afrika, also... Das wäre ja echt ein Jackpot mit dem. Das wäre ein Jackpot. Denn es gibt immer noch so ein kleines Problem. Ne? Sie hat ja in der letzten Folge schon gesagt, aus ihrer Sicht ist sie ein Macker. Ich habe daraus ja sogar einen toxischen Mann gemacht. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber sie möchte einfach immer noch ganz gerne checken. Können Philipp und sie dann auch Dinge miteinander verbringen, die sie gerne macht? Wie zum Beispiel Meditation und Yoga. Klappt nicht so gut. Beim Einatmen, wo fließt der Atem überall hin? Atem in deine Füße, in deine Beine zu legen.
Müssen jetzt die Zähne rausfliegen oder so? Versuch einfach mal nicht zu sprechen. Manchmal fällt es schwer. Oh ja. Ich muss sagen, an der Stelle hat mich Philipp relativ negativ überrascht, weil er hat ja oft davon gesprochen, irgendwie eine Einheit mit der Natur zu sein. Und ich finde, das kann man auf ganz verschiedene Weisen erleben. Also ich verstehe ihn sogar zum Beispiel, was das Barfußlaufen angeht. Aber Meditation und auch so eine Art, ich nenne es mal vielleicht etwas asiatische Herangehensweise, kann doch auf jeden Fall funktionieren. Und darüber hat er sich fast ein bisschen lustig gemacht. Das kam bei Susanne nicht gut an. Ich habe mich in dem Moment tatsächlich von ihm nicht ernst genommen gefühlt. Nee. Dass er da irgendwie, ja, da so seine Sprüche wieder raushaut, fand ich irgendwie ein bisschen verletzend. Philipp hat aber auf jeden Fall seine ganz eigene Weltsicht und die funktioniert so, dass er immer in die Umgebung schaut, was jetzt gerade zu seiner Meinung passt und das nimmt er dann einfach als Erklärung und lässt keine andere zu. Fand ich jetzt nicht so sympathisch. Als dann der Hund noch angekommen ist, das ist vom Universum vorgegeben und da habe ich mit den Tieren viel eher Spaß gehabt als blindlings meine Zeit zu vergeuden. Ja, Philipp, das Ding ist nur, es geht ja hier nicht um Zeit vergeuden, sondern es geht darum, gemeinsam ein Band zu knüpfen zu der Frau, mit der du vielleicht irgendwann mal Kinder hast. Und dann gehören Gemeinsamkeiten dazu. Und dieses, ja, ich bin halt so, das ist mir ein bisschen zu simpel, weil dann kann Susanne ja auch einfach sagen, ja, ich bin halt so und dann kommt man am Ende nie zusammen. Aber egal, er verschwindet trotzdem ein bisschen so wie, weiß ich nicht, Tom Sawyer in einem Huckleberry Finn Roman. Nee. Im Tom Sawyer-Roman. Ach, du weißt, was ich meine. Ich muss jetzt unbedingt weg. Die Sonne ist weg. Die Tiere warten. Das geht nicht. Gleich ist dunkel. Wir sehen uns. Ja, weg ist er. Susanne bleibt alleine. Und sie fühlt sich nicht nur dort lokal alleine, sondern auch in ihrem Herzen. Und so langsam, glaube ich, das wird hier nichts mehr. Das war jetzt so das allererste, was ich irgendwie von mir da reingegeben habe. Und da kam nichts außer Sprüche. Und die Sprüche sind vielleicht auch ein anderes Problem, denn du hast es in den vergangenen Folgen ja mitbekommen, Philipp hat sich auch häufiger darüber echauffiert, dass Susanne seiner Meinung nach viel zu spät aufsteht, nämlich erst um 6. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal um 6 aufgestanden bin. Ich hasse früh aufstehen, ich hasse es einfach unfassbar. Und sie möchte auch gerne weiterhin bis 6 ausschlafen. Es kommt auf jeden Fall jeden Tag ein Spruch, dass ich zu spät aufstehe. Also du hast irgendwie eine fertige Meinung. Ne, die schläft lange, die geht dann noch mal ins Bett, die hängt hier nur rum. Das ist der 5. Tag, ich habe dich vorhin noch nie vor 6 gesehen hier. Weil ich keinen Bock habe auf deine Vorwürfe morgens, ganz ehrlich. Ja, und hier muss ich sagen, verstehe ich Philipp vielleicht wieder ein kleines bisschen mehr. Also er hat natürlich die Tiere haben festen Rhythmus, er muss sich daran halten, er hat keine Wahl. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, ob man Susanne dann automatisch zu 100% einspannen muss. Ihm ist aber jedenfalls klar, so gut ist das Gespräch nicht gelaufen und man muss jetzt mal ganz genau hinhören, was der gleich sagt. Ja, dass dieses entspannte Gespräch am Morgen dann so eine Dynamik aufnahm, hat mich schon ein bisschen gewundert. Also die hat schon mehr Pfeffer hinter, als man sich das für eine Frau wünschen würde. Ja. Mehr Pfeffer, als er sich für eine Frau wünschen würde? Okay, damit kommt Susanne dann nicht mehr in Frage. Naja, die Diskussion bleibt auf jeden Fall hitzig. Ein bisschen hat mich das so an zwei Hunde erinnert, die irgendwie durch eine Glasscheibe bellen und dann geht die Tür auf und plötzlich wollen die aber nicht mehr diskutieren. Eigentlich ein ganz interessanter Typ bist, ja, aber diese vorwurfsvolle Art und irgendwie fängst du da nicht mal an, dich selbst zu reflektieren. Ich meine, die erste Frau ist hier schon weggegangen, wegen deiner Art. Dann ist es halt so, aber wenn ich um 5 die Hände nicht weiß, wo ich anfangen soll und keiner hilft mir, dann kann da auch mal ein Vorwurf kommen. Und du bist ja hier nicht auf Urlaub. Ja, aber das mit dem Urlaub, Philipp. Ich meine, klar, sie ist nicht im Urlaub. Aber sie ist halt da, um dich kennenzulernen. Nicht um die Hofarbeit kennenzulernen. Natürlich ist das ein Teil deines Lebens. Und ich finde es auch völlig legitim, dass er quasi verlangt, dass sie da auch mitmacht. Aber das nur und ausschließlich quasi nach seinen Anweisungen und Vorstellungen zu machen, das finde ich schwierig. Und sie auch. Aber Kommunikation ist doch wichtig. Also ich meine, ich bin jetzt seit ein paar Tagen hier. Ich bete ungern um Hilfe. Kannst du nicht erwarten, dass hier eine Frau herkommt, die ganz genau deine Bedürfnisse weiß, ohne dass du sie kommunizierst und hier perfekt in deine Idealvorstellung reinpasst. Und das ist halt auch noch so ein Ding. Offensichtlich spricht er nämlich auch noch zu wenig und er bringt jetzt gleich wieder sein Lieblingsargument, nämlich er ist halt so, wie er ist. Philipp, ich sag's dir aber nochmal, wenn jeder Mensch mit dieser Einstellung durchs Leben geht, dann haben wir eine erstaunlich beschissene Gesellschaft. Und eigentlich dachte ich, du willst Sachen ein bisschen besser machen. Schlussendlich bin ich, wie ich bin und bin von mir auch überzeugt, sodass ich
denke, dass sich da nicht viel Grobes ändern wird. An dem Feintuning kann man sicherlich noch arbeiten, aber der Kerl ist dieses Paket, was man hier so bekommen kann. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung nochmal zu Philipp. Ich habe auch unter dem letzten Video natürlich fleißig Kommentare gelesen. Die meisten haben mir zugestimmt. Ein paar haben aber auch gesagt, sie können ihn ganz gut verstehen. Das Problem ist nur, Susanne versteht ihn nicht mehr und deswegen trifft sie auch eine ziemlich harte Entscheidung. Eigentlich hätte das, glaube ich, richtig cool werden können zwischen uns, Philipp. Aber so, ich glaube, für mich wäre es besser, jetzt erstmal hier zu fahren. Vielleicht denkst du ja auch noch mal drüber nach. Oder ich glaube, dass du eigentlich mit mir eine ganz gute Chance verpasst hast. Und genau das arbeitet dann ein kleines bisschen in Philipp. Ich denke, es ist ihm nicht so leicht gefallen, seinen Stolz zumindest ein kleines bisschen runterzuschlucken und Susanne doch noch zu bitten, vielleicht zu bleiben. Nur, ja, er hat natürlich auch mehr Tischtücher durchschnitten als ein durchschnittlicher Kellner. Wobei Kellner streng genommen das gar nicht machen, aber egal. Magst du nicht noch einen halben Tag bleiben und dich ein bisschen... Och, vielleicht ist es besser, wenn jeder mal noch so ein bisschen drüber nachdenkt. So, nur gerade mal so ein bisschen auf Abstand. Dann ist es so, wie es ist und du bist immer herzlich willkommen. Uff, da ist wirklich ein bisschen Distanz zwischen den beiden. Immerhin gab es da noch eine freundliche Umarmung und gleich sehen wir natürlich auch noch, was aus denen geworden ist. Ich bin sehr gespannt. Mach's gut. Ich hab Angst mit dem Esel. Au. Ciao, Äffchen. Entspannten Nachmittag. Ja, danke, dir auch. Ciao. Tschüss. Und ich weiß nicht, also ich saß dann auch wieder vor dem Fernseher und ich hätte mir alles vorstellen können. Zwischen, die sind jetzt plötzlich verheiratet, bis zu, die hassen sich abgrundtief. Beides ist es nicht geworden, aber es war eher im unteren Drittel. Und da auch eher so Düsseldorf, alles verspielt. Es hatte sich eigentlich so angehört, dass sie nochmal wiederkommt. Wir hatten danach einige Gespräche noch gehabt und es war in Planung, hätte aber wahrscheinlich universumstechnisch nicht sein sollen. Einmal krank, einmal Flieger verpasst und gewisse Sachen, wo ich mir dann auch sage, dann will ich es nicht beschreien. Bei Philipp ist aber am Ende auch immer das Universum schuld, oder? Ich hoffe, das kriegt mehr als eine Bewährungsstrafe. Beim nächsten Bauern bin ich auch mega gespannt. Das ist nämlich Gerfried und der hat sich ja... Ich muss sagen, meiner Meinung nach für die falsche, aber dafür jüngere Frau entschieden. Und die möchte er jetzt romantisch verführen. Ein Stück verliebt sein habe ich schon in mir jetzt. Ja, sie hat seine eigene Art und irgendwie macht sie das so interessant und sie trifft mich da richtig. Das spürt man aber nur, wenn man neben ihr sitzt und was für eine Wärme, dass sie ausstrahlt und wie. Ich mag sie so, wie sie ist. Ein bisschen redet er sich das meiner Meinung nach immer noch schön, weil von ihr kommt nicht so ganz viel zurück. Dafür hat sie dann zwar eine plausible Begründung, aber so richtig viel besser macht es das für Gerfried am Ende ja auch nicht. Die Nähe und die Zuneigung, die habe ich in den letzten 4 Jahren, durch das, dass ich eben Single war, nicht gehabt. Das ist ja für mich natürlich sehr schwierig und muss ich erst wieder lernen, mich zu öffnen. Das klingt jetzt aber auch so, als wäre sie 40 Jahre Single und nicht nur 4. Und warum hat sie sich dann bei einer Sendung beworben, bei der es um Liebe geht, wenn sie das doch nicht zulassen will? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Gerfried gibt aber trotzdem weiter alles. Deswegen verprügelt er auch gleich mal ein Sprichwort. Du hast da einen harten Kern und eine ganz weiche, oder wie heißt das? Harte Schale, weicher Kern. Genau, so wollte ich eigentlich sagen, ja. Genau. Ja. Ein bisschen Schutz, würde ich sagen. Ja. Das ist so... was man sich einfach mit den Jahren aufbaut. Vielleicht ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das ein bisschen fallen zu lassen. Darauf kann man doch auf jeden Fall aufbauen. Aber Gerfried möchte das jetzt ganz genau wissen. Der baut Häuser nämlich lieber ein bisschen schneller auf. Ist auch vernünftig, dann kann man sie schneller wieder abreißen. Und was essen die da eigentlich? Sieht irgendwie lecker aus. Wie siehst du das eigentlich? Die Zukunft so mit uns? Oder wie kannst du das vorstellen? Von meiner Seite her muss ich sagen, ich würde mich freuen, wollen wir uns das wirklich auch jetzt nach der Hofwoche noch weiter umschauen. Und an der Stelle war ich kurz verwirrt. Ich glaube aber, das ist so dieses österreichische Weiter-Umschauen im Sinne von, die wollen noch weiter Zeit miteinander verbringen und sich nicht nach anderen umschauen. Zumindest könnte ich mir sonst nicht erklären, warum Gerfried immer noch härter verliebt ist. Aber ich habe immer noch das Gefühl, es ist halt, ne, es beruht gar nicht auf Gegenseitigkeit. Also ich glaube, dass ich mit Angelika meinen Deckel gefunden habe und das, ich sehe mich schon eigentlich, den Lebensweg weiter zu zweit zu gehen. Dann fällt ihm aber doch noch was ein, um Angelikas Herz zu erweichen. Es gibt nämlich eine Heißluftballonfahrt. Und ich habe mal einen Heißluftballonabsturz gesehen. War zum Glück am Ende niemand wirklich ernsthaft verletzt, aber es war gruselig. Muss ich echt sagen, wirklich das erste Mal fehlen mir wirklich die Worte, ja? Muss ich wirklich sagen. Ja, echt? Danke.
Und oben in den Lüften scheint es dann so, dass Angelikas Herz langsam schmilzt. Ob das bis zum Ende so bleibt? Das war auf jeden Fall das Highlight der Woche und das Erlebnis werden wir zwar nie vergessen. Ja, Prost. Prost. Auf die Schöne. Und dann ist aber tatsächlich noch was passiert, womit ich bei den beiden gar nicht mehr gerechnet hätte. Nämlich ein echter, schöner Kuss. Perfekt, oder? Perfekter Moment. Aber ich habe ja schon in den vergangenen Folgen gesagt, meine Menschenkenntnis sagt mir, irgendwas bei den beiden ist komisch und irgendwie passen die nicht so richtig zusammen. Und die Realität sagt, ja Alex, manchmal ist deine Menschenkenntnis doch nicht so scheiße. Danke Realität. Angelika und ich, das haben wir uns kurz nachher noch getroffen und ich war bei ihr einmal, aber das hat halt nicht passt zwischen uns zwei. Also das heißt, ich bin wieder Single. Mehr Erklärung gibt es übrigens immer tatsächlich nicht. Ne? Also denkt bitte nicht, ich hätte da noch was weggeschnitten. Es gibt wirklich nur diesen ganz kleinen Teil. Und das war's. Nächster Bauer. Aber auch der ist ziemlich interessant. Nämlich Fritz. Und der war ja in den vergangenen Folgen verdammt verliebt. Und das möchte er jetzt aufs Spiel setzen. Mit Hofarbeit. Ich habe Kuhkacke geschoben. Ich kann auch den Flug waschen. Hast du jetzt extra gewartet, bis ich komme, dass wir das jetzt abmachen können? Das ist ja schon uralt. Ich hatte keine Zeit vorher. Ach so. Das ist aber auch so eine typische Bauernausrede, warum auch Traktoren immer so schlimm aussehen, oder? Aber trotzdem hat Fritz das nicht nur gemacht, um mit ihr zu arbeiten, sondern eigentlich, um ihr zu zeigen, dass sie gar nicht arbeiten muss. Das ergibt jetzt nicht so viel Sinn, aber süß war es trotzdem. Kannst du mich denn brauchen bei der Arbeit als Dreckkratzer? Sicher, aber ich brauche keine Arbeitskraft. Sondern eine Frau zum Leben. Ich bin ja schon Bauer, aber nicht nur. Es gibt ja auch ein Leben daneben, ja. Wisst ihr, was ich an Fritz so mag? Der haut so liebe Sachen so, weiß ich nicht, so echt raus, so authentisch. Und ich glaube, der mag seine Julia schon sehr. Ja, ich sehe und fühle, dass Julia mich mag. Gut. Würde mir schon wünschen, dass es klappt mit Julia. Es wäre nur schön, wenn er sich das nicht nur wünschen würde, sondern vielleicht bisschen mehr macht. Aber immerhin kommt es bei Julia auch so an. Wobei auch die wieder so ein bisschen nach angezogener Handbremse klingt, verdammt nochmal. Wir können gut zusammenarbeiten, wir erzählen dabei, lachen dabei. Es macht Spaß. Wir sind definitiv ein gutes Team. Gott sei Dank lösen die beiden dann die Handbremse und begehen sogar noch einen Rotlichtverstoß, nämlich ein Picknick. Und ja, da hat er sich einiges einfallen lassen. Romantisch kann er, glaube ich. Was hast du denn da Gutes eingepackt? Einen guten Wein, französischen Käse. Du hast ja sogar Kerzen mitgebracht. Soll ja auch romantisch sein. Also doch ein Romantiker. Zwischendurch mal. Und dann setzt er noch einen drauf. Und das muss ich generell mal sagen. Er macht aus meiner Sicht, und ich kritisiere ja gerne bei sowas, bei Julia wirklich alles richtig, was man richtig machen kann. Er hat nämlich ein Geschenk besorgt. Kein super mega opulentes, aber eins mit ganz viel Bedeutung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ein Geschenk bekomme. Er hat sich da wirklich was Schönes einfallen lassen. Die zwei Herzen, die sich gefunden haben und ineinander verschlungen sind. Ist ja voll schön. Das soll symbolisieren, was ich für dich empfinde. Oh Gott, es kommen gleich die Tränen, hör auf. Ich liebe ihn einfach. Also jetzt nicht auf eine romantische Art und Weise, ne? Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber das ist für mich interessanterweise mittlerweile die vielleicht schönste Liebesgeschichte in diesem Format, obwohl ich am Anfang da gar nichts gefühlt habe. Interessant. Jetzt fühle ich aber noch mal ganz viel, denn es gibt hier auch noch ein Küsschen. Der Kuss war schön, es hat auch einfach in den Moment gepasst. Es war einfach der richtige Moment, der sich gut angefühlt hat. Das Einzige ist, Julia hat ja immer noch so ein paar Bedenken. Wir dürfen nicht vergessen, sie hat eine Tochter zu Hause. Es ist eine große Entfernung. Diese Vorstellung, da jetzt hinzuziehen mit der Tochter, die aus ihrem Umfeld rauszureißen, das löst in ihr bei der Abreise ganz viel aus. Es war halt schon echt eine schöne Zeit und ich freue mich natürlich oft zu Hause. Also Fritz wird mir fehlen und jetzt bricht wieder alles zusammen irgendwie so. Kopf und in der Gefühlswelt. Aber auch hier macht Fritz wieder ganz viel richtig. Er nimmt sie einfach in den Arm, hört ihr zu und er strahlt Sicherheit aus. Liebe Männer da draußen, falls ihr keine Frau finden solltet, schaut euch Fritz an. Da kann man was lernen. Ich sag Bescheid, wenn ich angekommen bin. Mach das. Tschüss. Bis bald. Natürlich wird sie mir fehlen. Das tut weh. Insgesamt eine ganz tolle Liebesgeschichte. Allerdings ist Julia dann gefahren und es stellt sich natürlich die Frage, ob sie jemals wiedergekommen ist. Gott sei Dank, liebes Gott. Bis gestern war ich noch alleine.
und jetzt bin ich da. Trotzdem muss man sagen, verheiratet sind die jetzt nicht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann daten die mehr, als dass sie eine Beziehung haben. Aber ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Alles andere würde mich immer noch ganz doll enttäuschen. Wir verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Wir haben das nach der Hochzeit immer wieder mal gemacht, dass wir uns gegenseitig besucht haben und hoffen, dass es so schön bleibt, wie es jetzt ist. Oder? Ja. So, eine Geschichte habe ich aber natürlich noch, die zwischen Ulrike und Heiko. Und die hat ja normalerweise in Brasilien gespielt, spielt allerdings in diesem Kapitel dann in Deutschland und nicht bei Heiko. Klingt komisch, ist aber so. Ich bin jetzt hier in Deutschland, weil ich doch gemerkt habe, dass ich Heiko ganz schön vermisse und ihn jetzt unbedingt in Natur sehen will und muss und nicht nur per Video. Okay, das klingt jetzt ehrlich gesagt von Ulrike ganz anders als noch vor ein paar Folgen, wo sie ja doch sehr mit der rostigen Handbremse gespielt hat. Und es gibt dann noch ein Interview mit Inka und meine Güte, diese Frau ist nicht nur aufgetaut, die ist ja plötzlich ein richtiger Vulkan. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Als er dann weg war, dann war ich doch ganz schön traurig. Aber wir konnten dann telefonieren und das war schon okay. Wie oft habt ihr telefoniert? Mehrmals täglich, ja. Für mich eigentlich noch zu wenig. Krass. Also wenn man mal so bedenkt, dass einige in den Kommentaren, ja auch teilweise nicht zu Unrecht, Heiko schon fast Love-Bombing vorgeworfen haben. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, also es ist erstaunlich, dass es quasi jetzt sogar so ein bisschen die Rollen getauscht hat. Das ist Ulrike selber auch aufgefallen. Ich war dann diejenige, die alle 5 Minuten, Mensch, hat er jetzt nicht geschrieben? Ach nee. Ja, das fand ich jetzt für mich auch etwas eigenartig. Da musste ich erst mal ein bisschen analysieren und ich habe gemerkt, dass er mir doch sehr fehlt. Ja, aber nicht nur das. Es gibt ja dieses Ding, dass Heiko in der letzten Folge ganz offen gesagt hat, er liebt sie. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Liebe auch was, das passiert erst nach ein paar Monaten. Aber okay, jeder ist da ein kleines bisschen anders. Ulrike sagt jetzt jedenfalls genau dasselbe. Wow. Ja, ich glaube schon. Also ganz ehrlich. Ja, natürlich ganz ehrlich, sag mal. Ich liebe ihn auch. Krass. Und deswegen ist auch eine ganz tolle Überraschung für Heiko geplant. Der hat aber gar keine Ahnung. Der denkt, er hat jetzt auch einfach ein Interview mit Inka. Und die möchte mal wissen, wann die beiden eigentlich das letzte Mal Kontakt hatten. Habt ihr heute schon telefoniert? Nee, heute gar nicht. Heute nur mal kurz geschrieben. Wollt ihr vielleicht noch mal telefonieren? Wollen wir mal zusammen können die Uni anrufen? Können wir mal. Ich hab blöderweise mein iPad vergessen. Es tut mir leid, ey. Ich hole jetzt das scheiß Ding aus meinem Hotelzimmer mit. Entschuldigung. Und dann ist es soweit. Und Ulrike überrascht ihren Heiko. Für mich einer, vielleicht der Moment dieser Staffel. Also du bist bereit. Ich bin bereit. Ja. Okay. Los jetzt. Los geht's. Krass. Also ich finde es auch cool, wie sich die Körpersprache von ihr nochmal verändert hat, wie sehr er sich jetzt auch gefreut hat, obwohl er am Anfang, glaube ich, echt ein bisschen überrascht und versteinert war und alles einfach nur schön und positiv. Es ist einfach nur ein wunderschönes Gefühl, Heiko jetzt zu spüren, anfassen zu können, zu drücken und zu küssen natürlich auch. Und das ist ach, unbeschreiblich. Und vor kurzem hat sie ja so bestimmte Worte ausgesprochen, die berühmten 3 Worte. Und nein, wir denken an dieser Stelle bitte nicht an zweitklassige Sexkomödien, sondern die richtigen 3 Worte. Und die möchte sie ihm jetzt auch noch sagen. Ich hab dich so vermisst. Ich dich doch auch. Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich dich so vermisse. Ich liebe dich. Ich dich auch. Sie hat es sich endlich mal getraut zu sagen, dass sie mich auch liebt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, in dem Moment, wo bei Ulrike jetzt so der Bann gebrochen ist und sie das erste Mal damit angefangen hat, das zu sagen, kann sie einfach gar nicht mehr aufhören. Ich will nicht sagen, dass es mich irgendwann schon genervt hat, aber es war echt oft. Ich habe für mich erkannt, dass ich diesen wundervollen Mann liebe. Und das kann ich jetzt auch aussprechen und das ist schön. Ja, ich bin vollkommen glücklich. Das ist aber nicht alles, denn Ulrikes Aufenthalt in Deutschland hat, wenn man so möchte, auch noch einen anderen Hintergrund. Sie möchte ein Geschenk persönlich übergeben. Bitteschön, noch eine Überraschung. Wir fliegen beide nächste Woche Dienstag zurück zu mir. Das ist das Ticket. Ist aber sehr schön. Danke. Ja, und dann sind die beiden nach Brasilien geflogen und ich hatte ein bisschen Angst, weil bei den beiden gab es ja schon manchmal die ein oder andere Überraschung, aber auch hier gab es eine Videobotschaft und ich muss nochmal sagen, danke, liebes Gott. Wir fühlen uns beide, als wären wir wieder 17, 18, haben festgestellt, dass wir auch früher noch nie so viel rumgeknutscht haben wie jetzt. Wir sind total verliebt ineinander und steuern auf eine gemeinsame Zukunft hier bei mir auf dem Hof zu. Wir werden alles daran setzen, dass das funktioniert.
Wir lieben uns und das ist das Einzige, was zählt. Wunderschön zu hören. Und das war dann tatsächlich nicht nur diese Folge, das war dann auch die ganze Staffel Bauer sucht Frau International. Wir sind nämlich wieder mal am Ende. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Dann wäre ein Daumen nach oben cool. Und wie immer gibt es natürlich noch jetzt ganz kurz mein Fazit zu dieser Staffel. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt und ich bleibe auch dabei. Für mich war das bisher tatsächlich die beste Staffel Bauer sucht Frau International, weil sie sehr nah am Original war. Und ich liebe Bauer sucht Frau in den letzten Jahren. Besonders ist das für mich so ein echtes Herzensformat geworden. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt ein paar Jahre älter bin oder so und mit einigen Leuten, was die Empathie angeht, ein bisschen mehr mitfühlen kann. Aber ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich fand die Geschichten sehr unterschiedlich. Es gab genug Drama. Es gab auch so ein paar trashige Momente, aber nie zu viel. Und es gab ganz viel Liebe. Also für mich war das jetzt wirklich so ein bisschen das Optimum und 10 von 10. Wir hatten ja sogar noch richtiges Drama mit Andreas und so. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ich hoffe, wie gesagt, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Wir werden natürlich in diesem Jahr so ab Oktober wahrscheinlich auch wieder in die normale Staffel Bauer sucht Frau schauen. Das ist ja die Jubiläumsstaffel, die 20. Und angeblich hat RTL da so ein paar besondere Sachen geplant und es soll sogar 20 Bauern geben, was bedeuten würde, dass die Staffel viel länger wird und ach, wisst ihr was, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, du bist dabei. Streng genommen musst du aber sowieso wieder dabei sein, ne? Denn sonst endet deine nächste Liebesgeschichte genauso unbefriedigend wie die von Marisol und Zietze.